Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deponia. Wir haben das letzte Mal ziemlich viel hier bekommen. Wir haben das Blut von Stier, also das Taurin. Wir haben klares Wasser, wir haben mit dem Bürgermeister geredet und vieles, vieles mehr. Und jetzt will ich das Kissen schnappen. Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Das stimmt, das ist mir in der letzten Folge auch schon aufgefallen. Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld... Ja. Ja, aber was machen wir damit? Okay. Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Nächster, bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Okay, ich glaube, das war's dann hier drin. Ich schaue aber nochmal vor sich selber. Ja, ich glaube schon. Gut, dann gehen wir hier raus. Sitzungssaal, okay, hier. Ich kann nicht empfehlen, Sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie? Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Nein, werde ich nicht. Ich besteche ihn jetzt einfach damit. Das Erdmagnetfeld zu manipulieren fällt garantiert unter Amtsmissbrauch. Bei mir ist es okay. Ich bekleide ja kein Amt. Bei aller Empathie. Ich habe keine Ahnung, was in einem Menschen wie Wenzel vor sich geht. Merkt er überhaupt, wie klein und unbedeutend er ist? Und merkst du überhaupt, dass du direkt neben ihm standst und er nicht reagiert hat? Sieh an, Wenzel ist auch da. Ist jemandem was zu essen runtergefallen oder warum kriechst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Gol aufwacht, damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Zehnfache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Gol, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus, du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an, ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, er hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich, ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her, genauso wenig wie Gol. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Warum nennt er sie eigentlich auch Gol? Ich meine, offiziell wissen ja nur wir, dass sie so heißt. Und uns glaubt ja keiner. Das ist das erste Mal, dass ich ihn aufrecht stehen sehe. Oh, aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Oh, badass. Aber ich habe gedacht, er hat die Uhr mitgenommen. Schade. Die Uhr könnte man nämlich gebrauchen. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinem... Ja. Oh, aber Sie sind vergessen. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Danke fürs Gespräch. Nicht wirklich. Okay. Können wir jetzt was abfackeln? Ich will was abfackeln. Ich behalte...
Okay. Also wir haben jetzt das Erdmagnetfeld, wir haben Wasser. Jetzt gucke ich mal, ob ich mit dem klaren Wasser das Zeug... Aha. Da läuft kein Wasser mehr durch. So, können wir damit jetzt auch das hier holen? Ja, können wir. Haha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Nein, was? Rufus. Sauber, das besondere Wasser hätte ich schon mal. Sehr schön, das Wasser hätten wir. Dann müssen wir jetzt noch zur Mühle und das Zeug mühlen. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Wo bist du hin? Nein. Es ist schon wieder abgestürzt. Ah. Ja. Öffnen wir es eben nochmal. Ja. Ah. Ihr seid live dabei, dass mir das Spiel jetzt schon das zweite Mal abgestürzt ist. Traurig, traurig, traurig. Mal gucken, was es... Weg von der Tür! Mal gucken, was wir alles nochmal nachspielen müssen. Okay, es scheint, als ob wir nur die Kurbel nochmal bedienen müssen. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Okay, er hat nicht abgestürzt. Gut, dann speichere ich jetzt aber auch mal. Moment. Speichern. Warum ich jedes Mal neue Speicherdings mache, ist, das ist so, dass ich pro Session eine Aufnahme speichere. Und dass, falls die Sessions nicht gut sind, dass ich da wieder spielen kann. Aber sollte ja eigentlich klar sein. So, wir haben jetzt alles für unseren Kaffee. Dann gehen wir auch gleich mal zur Espresso-Maschine. Habt ihr eigentlich schon mal Espresso probiert? Also ich finde es ziemlich ekelhaft. Ab in den Tank damit. Gut. Dann noch das Kaffeepulver. Das Pulver habe ich schon mal. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espressoversum! Oh, Backe. Oh Gott. Mehr Druck! Mehr Druck! Wir werden alle sterben. Okay. Wir werden sterben. Nein! Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was.
Oh Gott. Aua. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Na, dankeschön. Der arme Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen. Du, Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Ah, weißt du, ist grad schlecht. Ich komm später, okay? Ja, wenn du aufgeräumt hast, komm ich. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Nein. Die Maschine ist zerstört. Wir haben unseren Kaffee. Und jetzt gehen wir zu Goal. So, Goal. Hier, bitte, dein Espresso. Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha. Gewonnen. Mist. Dich müssen wir loswerden. Zünd an. Was riecht denn hier so komisch? Ah, Feuer! Das Rathaus brennt! Brandschutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. So, jetzt aber doch mal. Nix da, Rufus. Finger weg von der Illusionerin, Rufus. Aber da gehört ein Trichter hin. Sie verweigern allen Ernstes einer todkranken Person meine Hilfe? Damit machen Sie sich strafbar, Lotek. Seien Sie froh, dass Inspektor Gizmo nicht hier ist. Okay, da braucht man einen Trichter. Den haben wir. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Finger weg von der Illusionerin, Rufus. Aber da gehört ein Trichter hin. Was? Nein! Wie kommst du denn da drauf? Daneben nicht. Aber eines Tages kommen sie auch noch auf den Trichter. Und dann erwarte ich eine Entschuldigung. Ein Experte wie ich kommt auch ohne so einen Schnickschnack aus. Immerhin verfüge ich über einen hervorragenden Geruchssinn. Na endlich! Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Hehe. Gizmo würde denken, Wenzel hätte das Stethoskop geklaut. Aber wie sollte ich es ihm unbemerkt unterjubeln? Es ist fast so groß wie er selbst. Oh, aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. So, das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern.
Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Ich... Was? Wo? Wer war das? Ich war das. Rufus? Alles okay bei dir? Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Gut, und ich würde sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter, weil ich noch schnell weniger Zeit habe. Egal. Man sieht sich das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.